person you've called is temporarily not available. Stell dir mal vor, wie unser Leben so wäre. Gäb's plötzlich keine Handys mehr. Was wäre, wenn all die Smartphones verschwenden? Aus den Hosentaschen und aus den Händen. Dann hätten wir plötzlich freie Zeit wie noch nie und könnten was bewegen mit richtig Energie. Doch sind wir mal ehrlich, wer will das schon? Du lässt dich lieber beherrschen von diesem kleinen, süßen Telefon. Mal ganz ehrlich, wie soll das gehen? Ohne Wetter-App in Echtzeit kann ich doch gar nicht mehr sehen, wie das Wetter gerade ist und ob ich friere oder schwitze, wenn ich draußen in der Sonne sitze. Beim Kommunizieren gäb's dann keine Emojis mehr. Och nee. Das Mitteilen der Gefühle wäre plötzlich ziemlich schwer. Echte Freunde haben ohne Facebook und Co. Statt Selfies mach ich Fratzen vorm Spiegel beim Klo. Also ganz ehrlich, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. So schlimm ist es wirklich nicht. Irgendwie muss ich doch mit meinen Freunden Kontakt bleiben. Ich lebe von frei. Ja, hallo. Wenn wir glauben, dass es gesund sein. Verzichten. Die weiß stets Bescheid und kennt ihre Pflichten. Und ach ja, den Kühlschrank, den hätte ich fast vergessen. Der schaut jeden Tag nach meinem Essen. Komm ich spät abends von der Arbeit an, ist mein Essen schon warm und das Licht geht an. Meine Smartwatch meldet mir meine Fitnesswerte. Ich darf wieder essen, was der Arzt mir verwehrte. Doch der bequemste ist nicht gleich der beste Weg. Manchmal braucht es Mut zu zeigen, wofür man steht. Ich lebe von frei, denn wer glaubt, dass es gesund sei? Wenn uns Mobilfunkstrahlen grillen und es gegen unseren Willen, wenn unsere Handys überwachen, was wir machen, dann lebe ich lebe von frei, denn wer glaubt, dass es gesund sei? In der Tasche bin ich gläsern wie eine Flasche. Doch sind wir einmal ehrlich, reden kann jedermann, aber die Veränderung fängt bei jedem selber an.